Neuer Monat, neue Runde. Wir haben sehr, sehr viele sehr spannende, ganz zufällig inspirierte Produkte von Rossmann. Ich zeige euch, was es diesen Monat im Rossmann gibt und von welchen Produkten ihr vielleicht lieber doch die Finger lassen solltet. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ach, lang ist's her. Ich habe das Gefühl, war ich letzten Monat in der Drogerie? Ach, durch den Urlaub und so, das war alles ein bisschen wild, aber ich bin diesen Monat natürlich ganz bewusst in die Drogerie gestapft und habe wirklich spannende Produkte gefunden. Unter anderem neue Parfum-Alternativen. Wir haben neue Foundations, wir haben neue Marken, die wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben, die plötzlich wieder aufgetaucht sind. Und ich bin ganz gespannt, was ihr zu diesen Produkten sagt. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht und dass ihr eine wunderschöne Zeit habt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich würde vorschlagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich zeige euch heute nur die Produkte. In den kommenden Tagen seht ihr das Ganze dann auch nochmal in Anwendung. Ich habe nämlich eine kleine Videowoche gestartet und da kam jeden Tag oder da wird jeden Tag ein Video kommen. Um 18 Uhr, also ich würde mich freuen, wenn ihr damit dabei seid. Und wir starten auch direkt mit den ersten Produkten, die bei mir in der Filiale recht weit am Anfang standen. Und zwar diese beiden Schätzchen hier. Der Isana Trendturm ist ja doch immer sehr inspiriert von, würde ich sagen. Und es gibt jetzt zwei neue Duschschäume und Bodylotion. Ein 2-in-1 Produkt. Aber wir haben zwei verschiedene Duftrichtungen. Einmal sinnlichen Duft und einmal magischen Duft. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe hier Dark Velvet, Duschschaum und Bodylotion 2-in-1. Kräftig schütteln. Sieht so ein bisschen aus wie die von Rituals. Muss ich sagen, kann man auch so sagen. Erinnert mich daran. Wir haben einen Duft nach weißen Blüten, Sandelholz und Vanille. Klingt so ein bisschen nach mir, oder? Ich hatte es neulich in einem TikTok gesagt, dass ich diese klassischen Duschgele nicht mehr kaufe. Egal ob von Isana oder Balea, diese für, ich glaube, 55, 75 Cent oder so, weil ich sie einfach ehrlich gesagt nicht vertrage. Es ist für mich, also klar, sie machen sauber, aber sie trocknen so ein bisschen meine Haut aus und ich habe nicht so das schöne Gefühl beim Duschen. Und wenn ich dusche, dann will ich ein schönes Gefühl haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze so ein bisschen verschönert und so ein bisschen die Experience in der Dusche. Ich meine, es ist halt nur Duschen, aber wenn du dir so 2 Minuten am Tag Zeit nehmen kannst, duschen zu gehen, dann kann ich mir vorstellen, dass das schön ist. Wir schauen uns den Duft mal an. Kommt ein Schaum raus, der auch so ein bisschen aufgeht. Oh, das riecht gut. Das riecht wirklich gut. Das ist ein sehr dicker Schaum, muss ich sagen. Wirklich wie so Schlagsahne. Ja, den Duft mag ich. Der ist ganz mild, der ist nicht zu intensiv. Aber der gefällt mir. Der erinnert mich an irgendein Parfum. Ich kann es jetzt aber gerade ehrlich gesagt nicht so ganz einschätzen, was das für ein Parfum sein soll. Vielleicht wisst ihr das ja, dann schreibt mir das liebend gerne einmal in die Kommentare. Also der Duft gefällt mir schon mal gut. Ich werde das natürlich heute Abend testen. Heute ist für mich Sonntag. Heute ist meine komplette Renovierungsarbeit dran. Das heißt, ich werde wirklich alles machen. Heute ist wirklich so ein Tag, da mache ich heute Abend alles von Masken bis Peelings bis rasiert alles am Sonntag. Da habe ich nämlich immer ein bisschen mehr Zeit. Wir haben aber noch den Cosmic Aura Duft. Magischer Duft. Kräftig schütteln. Und der riecht deutlich blumiger. Erinnert mich so ein bisschen. Warte mal. Auch diesen Duft kenne ich. Ich habe kurz gedacht, Alien vielleicht? Das könnte Alien sein. Aber ganz, 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 ganz zarte Version davon. Also nicht so overpowering. Nicht, also Alien ist ja eher so ein. Da riechst du wirklich nach der Blumenwiese. Der ist ganz angenehm. Soll nach Jasmin, Amber und holzigen Noten riechen. Finde ich gut. Mir gefällt Dark Velvet ein bisschen besser, aber den finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Vielleicht habt ihr die ja schon gesehen, vielleicht habt ihr sie ja schon mitgeschnappt, dann schreibt mir das unbedingt. Fühlt sie sich vom Schaum, ist ein sehr, sehr dicker Schaum, ne? Die meisten Duschschäume, die eher so im günstigen Bereich sind in der Drogerie, sind meistens eher sehr fluffig. Der ist sehr, sehr fest. Also der hat von der Textur her wirklich so ein bisschen diese Bilou-Konsistenz, was ja, ne, das kostet 4 € für Duschschaum, Halleluja. Oder so ähnlich wie Rituals. Also sehr, sehr dick, sehr, sehr reichhaltig. Kann man sich mal anschauen. Wir bleiben aber ganz kurz gleich bei Düften, denn da ist einiges passiert in den letzten Tagen in der Drogerie. Ihr wisst es, ich liebe es, nach der verlorenen Kirsche von Onkel Tom zu riechen, egal ob von Onkel Tom oder von Larisee. Es gibt jetzt zwei Düfte. Eins davon ist wirklich, ich würde sagen, sehr inspiriert. Das andere ist eine entfernte Cousine davon, die sich kennen, aber die nicht miteinander reden. Welcher sehr, sehr, sehr ähnlich riecht, ist Madame Cherie von Kalin. Ich habe tatsächlich noch nie was von Kalin vorher gekauft. Ein Kirsche. Der riecht fast identisch. Fast identisch.
am Anfang kurz natürlich im Moment ein bisschen alkoholischer. Das kriegt Onkel Tom immer ein bisschen besser hin, dass er nicht ganz so alkoholisch riecht. Aber der riecht sehr, sehr gut. Der hält auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt schon die letzten 2-3 Tage mal benutzt und den fand ich schön. Ich mag den Flakon. Der ist ein bisschen cleaner. Dieses Baby-pudrige Rosé-nudiger Ton. Hier sind auch noch ein paar Rosen mit auf dem Flakon. Sieht schon gar nicht so günstig aus. Der riecht aber sehr, sehr ähnlich zu dem von Onkel Tom. Und dann gab es aber noch was anderes und darüber habe ich mich persönlich gefreut. Nicht nur, weil wir uns kennen, sondern weil es auch einfach eine tolle Sache ist, meine Kollegen zu unterstützen. Nihan kennt ihr ja mit Sicherheit. Ne? Die hat ja auch schon viele sehr beliebte Düfte in der Drogerie rausgebracht. Und jetzt hat sie auch einen neuen Duft rausgebracht. Lag so ungefähr bei 10 Euro. Julie Rouge. Flakon, ähnlich wie die anderen, nur halt diesmal in Rot-Rosé. Und auch der hat als Note Kirsche, ich glaube, Amber und Sandelholz mit drin. Und der riecht auch ähnlich durch diese Kirsche, aber nochmal ein bisschen anders. Ein bisschen süßer, aber nicht so eine zuckrige Süße, sondern eher eine blumige Süße. Er erinnert mich sehr, sehr stark, und darüber freue ich mich tatsächlich, so ein bisschen an Kinder im Eukai Kirschbonbons. Genauso in die Richtung. Ein schöner, etwas schwererer Duft, aber nicht so ein Kopfschmerz schwer. Wisst ihr, was ich meine? Die meisten U-Düfte beispielsweise sind ja sehr intensiv und da kann man oft schnell Kopfschmerzen zu bekommen. Hier habe ich gar nicht das Gefühl. Ist ein sehr, sehr schöner Duft. Der, ja, den kann man sich gerne mal anschauen. Also der gefällt mir persönlich ein bisschen besser als der von Madame Cherie, weil ich von der verlorenen Kirsche habe ich jetzt welche. Ich habe den von Larisée, der hält länger als der von Onkel Tom. Madame Cherie hält nicht so lange. Auch der hält nicht ganz so lange, ist aber so ein Alltagsparfum, würde ich sagen. Und für 10 Euro muss ich sagen, bei dem Flakon, bei Nihan, wirklich ein gutes Ding. Das könnt ihr euch wirklich mal anschauen. Habe ich mich sehr drüber gefreut, dass diese Kirschdüfte jetzt auch in der Drogerie mit angekommen sind. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht auch mal ein paar Pfirsichdüfte wieder kriegen. Das finde ich persönlich mal ganz spannend. Make-up. Da müssen wir jetzt kurz ein bisschen drüber reden, weil da ist einiges passiert. Vielleicht habt ihr schon gesehen, vielleicht gestern, ich weiß es nicht genau. Rival de Loup. Oh, ja. Die Hyaluron Foundation ist wieder da, aber anders. Das ist jetzt nicht mehr das Hyaluron Make-up, sondern jetzt ist das Hyaluron Nude Serum Foundation. Lichtschutzfaktor 30, spendet Feuchtigkeit, Soft Glow Finish. Sie sind sich ähnlich, aber sie sind nicht mehr gleich. Also ich würde es nicht mal unbedingt als Reformulierung bezeichnen. Jetzt auch nochmal mit ein bisschen Abstand zu dem Video, was ich vor ein paar Tagen gedreht habe, zu der Review zu der neuen Foundation. Die erste hat mir deutlich besser gefallen. Das ist eine gute Foundation. Es wird aber nicht meine liebste Foundation aus der Drogerie. Falls ihr die Hyaluron Foundation mochtet, könnt ihr euch die mal anschauen. Ich muss dazu aber sagen, sie ist anders. Sie ist wirklich, wirklich anders. Und das muss man wissen. Ne? Lichtschutzfaktor 30 ist sehr hoch bei einer so leichten Foundation. Die ist sehr, sehr wässrig. Hat eine ganz, ganz flüssige Konsistenz. Und wenn du dann eine sehr reichhaltige Textur hast, also durch diesen Lichtschutzfaktor, Niacinamid ist hier mit drin, Polyglyceride sind mit drin und auch recht viele Tatsache ganz vorne mit dabei, dann kann es manchmal passieren, dass es sich vielleicht ein bisschen abrollt. Deswegen kein Primer benutzen, wenig Pflege drunter, weil hier einfach wirklich viel, 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 viel reichhaltige Inhaltsstoffe drin sind, die sich potenziell nicht miteinander vertragen können. Falls ihr wollt, ich habe dazu ein ganzes Video gemacht. Ich verlinke euch das einmal hier oben in der Ecke. Entweder es kam vielleicht gestern schon online oder so, oder es kommt in den nächsten Tagen. Es ist auf jeden Fall auf meinem Kanal, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Wir bleiben kurz bei Foundations, denn ich habe endlich die Elf-Theke entdeckt, die bei uns in der Filiale in Brandenburg jetzt sehr üppig aufgestellt war. Ich war ein bisschen schockiert über den Zustand der Theke. Da habe ich mich wirklich wieder gefragt, was ist da los? Die Tester waren geklaut, die Tester waren zerstört. Gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber es wundert mich auch nicht. Wir haben diese hier und da haben mir wirklich echt viele geschrieben, dass ich mir die mal anschauen soll. Habe ich Tatsache selber so noch nichts gehört. Das ist die Soft Glam Satin Foundation. Medium bis aufbaubare Deckkraft, langanhaltend, 1% Feuchtigkeitsspender Hibiskus-Extrakt. Ich habe sie mir in 2 Farben gekauft, beide passen nicht. Zusammengemischt gefällt mir das Ganze gut. Ich habe sie auch heute drauf. Ist eine recht dicke Foundation, aber trotzdem leicht. Ganz spannend. Wenn ihr wollt, mache ich dazu nochmal eine Review. Ich muss sagen, ich mag die Verpackung sehr, 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 sehr gerne. Gerade durch das viele Reisen, diese ganzen Glasflaschen sehen zwar immer super hochwertig aus, ist aber schwer. Und wenn du viel unterwegs bist, wenn du wenig Platz hast, dann sind die eigentlich immer ganz gut. Ist auch eher so ein bisschen Make-up-Artist-Packaging, muss ich dazu sagen. Shade Range, exzellent. Da freue ich mich am meisten drüber, dass Elf jetzt endlich in der Drogerie stationär ist, weil Elf immer die volle Shade Range da hat eigentlich. Tolle Untertöne, Tatsache auch. Und so auf dem ersten, zweiten Eindruck habe ich sie jetzt drauf.
finde ich die ganz angenehm auf der Haut. Sie hält ziemlich gut. Ich hatte sie gestern den ganzen Tag drauf. Wenn ihr wollt, mache ich dazu nochmal eine extra Review. Schreibt mir das doch einfach gerne mal in die Kommentare. Zum Fixieren, auch das hat so ein bisschen Kontroversen ausgelöst. Ich finde, da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit Reformulierungen, wenn sie danach nicht besser sind. So, ich persönlich finde, es ist besser geworden. Manhattan, Lasting Perfection hat auch, Manhattan und Max Factor vor allen Dingen sind sehr stark dabei, Produkte neu zu formulieren, dass sie vegan werden, dass sie länger halten, dass sie so ein bisschen moderner werden, was ich sehr, sehr gut finde und auch löblich erwähnen muss. Und sie haben das Lasting Perfection Make-up erneuert. Das sah ja immer so aus, Packaging deutlich moderner. Na, das benutze ich eigentlich so gut wie jeden Tag. Habe ich sogar Hit the Pan, ist einer meiner liebsten Puder. Und es ist ein bisschen anders geworden. Ich finde, du brauchst jetzt ein Fixing Spray dazu, aber es hat eine krasse Deckkraft. Also, was ich damit total gerne mache, ist, wenn sich manchmal der Concealer vielleicht nicht mit der Foundation vertragen hat, nehme ich Microfiber Multitool Mini. Übrigens, davon haben wir noch ein paar da. Aber was weg ist, ist weg. Ich verlinke euch das mal unten. Gehe ich hier einfach runter, baue mir das auf und habe extrem viel Deckkraft. Auch wenn ich mal so ein Pickelchen habe hier oben, was ist das hier eigentlich? Zack, rauf, weg. Sehr, sehr hohe Deckkraft. Am Ende immer mit ein bisschen Fixing Spray fixieren. Fertig. Fertig. Im Alltag trage ich eine flüssige Foundation, aber wenn ihr eher auf so eine Puder Foundation steht, schaut euch das mal an. Wichtig, auf jeden Fall mit Wasser fixieren. Oh, ich habe was vergessen. Rival de Loop. Das fand ich dieses Jahr spannend, aber bei vielen Marken, dass sie die Sortiments-Updates eher ein bisschen anders gemacht haben, eher so in Etappen, dass es nicht zu viel wurde. Rival de Loop Liquid Blush, so sieht das Schätzchen aus. Er erinnert mich sehr stark, obwohl ich ihn noch nie benutzt habe, an diese Dinger von SheGlam. Ich würde immer eine deutsche Drogerie bevorzugen als SheGlam, aus offensichtlichen Gründen. Ihr habt hier so einen Schwämmchen-Applikator, super, super dick, und dann könnt ihr damit einfach bupp, so einen Punkt setzen. Der hat es in sich, der ist extrem pigmentiert, muss ich sagen. Also schon fast zu stark. Hat die Deckkraft, würde ich sagen, von den Rare Beauty Blushes von der Intensität her. Könnte ich mir gut in anderen Farben vorstellen. Würde ich mir wünschen, in etwas neutraleren Farben, weil das ist laut. Das ist sehr, 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 sehr laut. Aber fühlt sich gut an. Fühlt sich auch auf der Haut, im Gesicht gut an. Lässt sich wirklich gut ausblenden. Du musst aber recht schnell sein, weil der trocknet an. Und dann ist der trocken. Du kriegst den nicht mehr weg. Also das ist so ein Produkt. Ich kenne den von SheGlam nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe noch nie was bei Shein bestellt. Gott sei Dank. Musste ein bisschen aufpassen. Ne? Also würde ich eher auf der Hand auftragen, als den Punkt direkt ins Gesicht. Ist sehr intensiv und ist zum Teil des neuen Updates. Das hat mich dieses Jahr, war ein bisschen spannend, weil das Update wirklich eher so in Etappen kam. Und das habe ich auch jetzt erst die letzte Woche das erste Mal gesehen. Ich glaube, vor einigen Wochen war das tatsächlich noch nicht da. Packaging sehr clean, gefällt mir gut, kann man sich definitiv mal anschauen. Und funktioniert auch mit, ich habe jetzt das mit drei verschiedenen Foundations getragen, hat gut funktioniert. So, und jetzt passt auf. Ich bin ja, erinnert ihr euch, das ist schon Jahre her. 5, würde ich sagen. Vielleicht sogar schon 6 Jahre her. Wet n Wild war ja die Marke, die wir nie bekommen haben, außer einige Edeka-Filialen oder so. Und dann ist sie so ein bisschen untergetaucht, was ich sehr schade fand, denn sie hatten ein ganz, 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 ganz tolles Make-up, was ich sehr geliebt habe. Und Wet n Wild ist jetzt bei Rossmann erhältlich. Online, glaube ich, und ich glaube in manchen Filialen auch stationär. Ich habe jetzt hier beispielsweise mal die Foundation, das ist die Niacinamid Skin Tint. 5% Niacinamid, sehr, sehr hoch konzentriert, mit Pfingstrosenextrakt und Hyaluronsäure. Ich habe das jetzt in einer helleren Farbe, wird wahrscheinlich ein bisschen zu hell sein. Spannender Applikator und ein bisschen spitz zulaufend. Ist nicht ganz so flüssig. Sehr, sehr leichte Textur. Erinnert mich Tatsache doch ein bisschen an die von Rival de Loop, die erste vielleicht. Vielleicht ist das eine gute Alternative. Das müssen wir uns mal anschauen, die Tage. Vielleicht mache ich auch dazu nochmal ein extra Video, weil ich glaube, bei so Marken, die wir schon kennen irgendwie, aber irgendwie auch lange nicht mehr gesehen haben, da müssen wir uns mal hinsetzen. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen und ein paar Wünsche. Schickt mir die gerne einfach bei Instagram von Wet n Wild. Ich bestelle die dann und dann testen wir die. Und wir haben auch diese Lidschattenpalette und die ist uns natürlich sehr besonders verdächtig. Ne? Also das sieht ja wirklich aus, als hätte Natasha Denona persönlich die entworfen. Wet n Wild Gold Whip. Ich finde, das Packaging erinnert mich sehr stark an Elf. Auch so, wie es aufgebaut ist. Ne? Hier mit diesen Anhängern oder so. Liegt aber einfach daran, dass in Amerika die meisten Theken ein bisschen anders aufgebaut sind und eher dann so hängen. Deswegen habt ihr ja auch bei Elf diese Häkchen mit dran, dass es einfach hängt und nicht in der Theke steht. Die finde ich ganz schön. Die müssen wir uns mal anschauen. Gibt verschiedene Versionen davon. Wirklich viele spannende Produkte.
Ich muss online gleich nochmal schauen, ob ich die alte Foundation finde. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Die war aber, hatte glaube ich einen schwarzen Deckel. Habe ich geliebt, diese Foundation. Habe ich geliebt. Vielleicht ist das eine gute Alternative zu der Rival de Loop Foundation. Das werde ich mir in den nächsten Tagen mal anschauen. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr vielleicht diesen Monat bei Rossmann entdeckt habt. Oder habt ihr gesagt, diesen Monat, nö, da schauen wir mal ein bisschen woanders. Ich bin ganz gespannt. Schreibt mir das lieben gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euch in der Videowoche. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal.